Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu den letzten zwei Spielen der letzten Weekend League. Ein Teil der Weekend League habe ich ja gestreamt. Kuss geht raus an jeden, der was dabei war, und mir hat es riesigen Spaß gemacht und vor allem die Leute. Es war kein einziger irgendwie was Bullshit reingeschrieben hat. Da geht nochmal ein Kuss raus. Und ja, die letzte Weekend League. Zwei Spiele waren noch offen zu diesem Zeitpunkt und ich bin 18 zu 10 gestanden. Das heißt, ich hatte noch zwei offene Spiele, dass ich Gold 1 gekommen bin oder die Chance darauf hatte, dass ich Gold 1 komme. Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Schaue ich das Ganze an. Vorher gibt es noch den Player Pick. Ich glaube, den hat es gegeben für 16 Siege. Machen wir das Ganze auf. Hier wird es ein 85er SPC-Futter. Ja, Weekend League war sehr anstrengend. Verbindung. Ich weiß nicht, seit zwei Wochen ist die Verbindung bei mir wieder komplett im Arsch. Warum auch immer. Aber naja, schaue ich das Ganze an. Jetzt geht's los mit den letzten zwei Spielen. Ja, bevor es losgeht, will ich noch etwas sagen. Ich habe während der Weekend League, wie ich gestreamt habe, eine Zeit lang richtig geraged. Und da sind mir dann ehrlich gesagt selber am Arsch gegangen, denn ich will nicht da herumragen wegen einem dummen Spiel im Prinzip. Und ich probiere das in nächster Zeit zum Besser machen. Mir gute Laune verbreiten und jetzt geht's los mit den Spielen. Das wird schwer. Eigentlich könntest du ja in die Ecke auch ein bisschen schießen, Jota. Weil meine Spieler zweimal beim Ball vorbeitreten und dann noch ein geschenkter Elfmeter. Und ich muss schon zwei Tore schießen und nix. Zahler hat ihn eh schon wieder nicht gemacht. Dafür mal Jota mit einem Abstauber. Pop ist auch nicht der schlechteste. Dank 2 zu 0. Gott sei Dank 2 zu 0. Jetzt könntest du eigentlich quitten, ja. Und jetzt Entscheidungsspiel um Gold 1. Ja, ich bin schlecht geworden. Ich spiele nur mehr um Gold 1. So, jetzt bin ich gespannt, was jetzt daher kommt. Letztes Spiel, letzte Chance und Ultra Aslan. Warum ein Ultra Aslan? Das wird schwierig gegen Ultra Aslan mit Galatasaray Wappen. Ultra Aslan, warum? Warum Ultra Aslan? Warum? Dann gib wenigstens den Sieg. Du hast die Niederlage. Du hast ja die Niederlage, Ultra Aslan. So, Versuch Nummer 2 für die 20 Siege. Und der hat Hullet, Neymar, Mbappé und Oblak. Oblak ist mein absoluter Angstturmann. Meine Güte, wie langsam hat sich jetzt mein Spieler bewegt zum Ball? Wer war das? Das war Makalele. Thank you.
Und er bleibt schon wieder im Ballbesitz, obwohl ich den Ball habe. Obwohl ich den Ball habe. Und meine Spieler bewegen sich wieder nicht. War ja klar, dass jetzt wieder so ein Spiel kommt. Geh rein, geh rein. Ausgleich. Ich glaube es nicht. Und Stange. Und Stange. Ich habe den schon drin gesehen wieder. Führung. Die Führung. Vielleicht schaffe ich doch Gold 1. Sorry, Bro. Sorry, den habe ich querlegen müssen. 4 zu 2. Jetzt fühle ich mich 2 Toren neugierig, was jetzt passiert. Ich bin vor ihm, ich bin vor ihm, ich bin im Zweikampf, ich mache den Pass rüber und er macht ihn nicht. Jetzt wird es nochmal spannend. Ich hab doch keine Anspielstation, warum schieße ich den Ball nicht einfach weg, Depp? Da habe ich mir sowas von selbst zum Zuschauen, weil ich den Ball nicht wegschieße, weil ich den dummen Ball einfach nicht wegschieße. Ich kriege jetzt in der letzten Viertelstunde wieder 2 Tore, weil ich einfach zu dumm bin. Weil ich einfach zu dumm bin. Weil meine Spieler auch nichts mehr gemacht haben. Ich habe das Spiel schon gewonnen gehabt. Und trippel dann da hinten herum mit dem Innenverteidiger. Weil einfach keine Anspielstation ist. Teampressing an und gehen wir. Elfmeter. Messi. Und er hält ihn. Er hält ihn. Keiner in der Mitte. Ausgleich. Elfmeter schießen. Ich wollte mir in die Ecke. Es ist verzögert. Es ist kein gutes Gameplay. Ich bin in der Ecke. Ich will in die Ecke drücken. Was ist denn los, bitte? Ich will jedes Mal in die Ecke drücken. Es geht einfach nicht. Thank you.
man sich halten. Ich wollte noch stehen bleiben, Und jetzt habe ich das Elfmeterschießen verloren und ich habe das Spiel verloren. Und ich bin sowas von selbst schuld. Ich kann nicht einmal mehr weiter drücken jetzt. Und ich schaffe nicht einmal mehr Gold 1. Und der Gegner war absolut nicht gut, der war einfach nicht gut. Er hatte besseres Gameplay, aber ich bin auch selber schuld. Das letzte Tor hier in der 90. Minute, das sieht man jetzt leider nicht. Nur wie konnte er sich hier bewegen und ich bin nicht in den Zweikampf gekommen mit meinem Verteidiger. Und schießt den Ball nicht weg. Und hier kriege ich den Ball nicht. Ja, was soll ich sagen? Ich habe es absolut selber verkackt. Ich führe 4-2, kriege noch den Ausgleich. Bin sogar hinten in der Verlängerung, mach selber nochmal den Ausgleich, verliere das Elfmeterschießen, aber wer so verliert, hat es im Endeffekt auch nicht verdient, obwohl eigentlich Gold 1 war immer das Mindeste, wenn ich durchgezogen habe. Ich muss mir die Woche ein paar Tutorials anschauen, glaube ich, ein paar FIFA-Tutorials, ein paar gute Gameplays, damit ich wieder weiß, wie das Ganze geht. Nächste Weekend League werde ich auf jeden Fall wieder einen Teil streamen und ich würde sagen, das war's für dieses Video. Ich wünsche euch was und ciao, bis dann.